Ja, also die Corona-Lage beschäftigt uns natürlich sehr. Seit März ungefähr mussten wir natürlich auch am Anfang komplett den Betrieb einstellen. Also wir sind da auch auf Kurzarbeit gegangen. Wir waren zwar durchgängig hier im Haus für unsere Gäste und unsere Kunden jederzeit erreichbar, in erster Linie natürlich telefonisch, aber ja, im weiteren Verlauf der Corona-Krise und als es dann auch wieder die Lockerung gab, war es wieder möglich zu reisen und wieder möglich, Reisen anzubieten, auch natürlich mit dem Bus unter den behördlichen Auflagen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass jetzt gerade durch die örtlichen Entwicklungen hier in Vechta und Kloppenburg seit ungefähr einer Woche das Ganze sehr, sehr rückläufig ist. Insgesamt lässt sich festhalten, dass wir ein Buchungsvolumen von ungefähr 30% des normalen Volumens zurzeit haben und dass es natürlich vermehrt auch zu Reiseabsagen kommt oder Stornierungen aus individuellen Wünschen, dem wir natürlich nachkommen, was wir natürlich auch nachvollziehen können und verstehen können. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir natürlich alles daran setzen, unseren Reisegästen auch in dieser Zeit einen möglichst unbeschwerten Urlaub zu ermöglichen.